Hallo, wir stellen euch heute das Internationale Schreibzentrum vor. Was ist das Internationale Schreibzentrum? Das Internationale Schreibzentrum ist eine zentrale Einrichtung, angesiedelt in der Abteilung Interkulturelle Germanistik, das eben Schreiben für Studierende aller Fachrichtungen anbietet. Als ich 2004 an die Universität Göttingen kam, da habe ich die Abteilung Interkulturelle Germanistik gegründet. Und eine der ersten Aktivitäten war dann auch eine Umfrage unter internationalen Studierenden durchzuführen, um zu erheben, mit welchen Schwierigkeiten sie denn vor allen Dingen zu kämpfen haben während ihres Studiums. Und dabei hat sich herausgestellt, dass besonders das wissenschaftliche Schreiben eine große Herausforderung darstellt. Ich halte die Idee, Studierenden bei der Verfassung von schriftlichen Texten zu helfen, für außerordentlich gut. Schreibkompetenz wird von Akademikerinnen und Akademikern erwartet, zu Recht erwartet, aber man muss sie dabei unterstützen. Wir vom Internationalen Schreibzentrum bieten Workshops an zum Thema akademisches Schreiben, aber auch berufsorientiertes Schreiben. Hältst du das Internationale Schreibzentrum für eine nützliche Institution? Auf jeden Fall, weil es natürlich für Studierende besonders wichtig ist, mit Sprache umgehen zu können, wissenschaftliche Texte zu schreiben oder wie hier in dem Workshop journalistisches Schreiben irgendwie zu lernen oder einen Einblick zu kriegen. Wie bist du auf das Internationale Schreibzentrum aufmerksam geworden? Ich war bei der Studienberatung, weil ich gerne im Bereich Medien später arbeiten würde. Und neben dem Medienzertifikat an der CES war das eine der Empfehlungen, die ich bekommen habe. Das Internationale Schreibzentrum bietet Schreibberatung an. Studierende sind im Prinzip zu jeder Phase des Schreibprozesses zur Schreibberatung willkommen. Das heißt, sie können schon mit ihren ersten Ideen kommen, wenn sie noch gar keinen Text geschrieben haben oder auch noch nach konkreteren Ideen suchen. Es gibt zum Beispiel Studierende, die mit ihrer Bachelorarbeit zu uns kommen und die jede Woche wiederkommen. Und ich finde es toll, wenn man da Fortschritte sieht. Hallo, mein Name ist Ellen und ich bin Schreibtutorin hier in dem Schreibzentrum. Und wir sind Studenten, die andere Studenten beim Schreiben beraten. Und das machen wir normalerweise in einem mehrsprachigen Kontext. Wir haben natürlich die Beratungen, die Workshops. Und zweimal pro Jahr, einmal pro Semester, haben wir was Besonderes. Im März die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeit und im September dann die Schreibwoche. Und dann wollen wir gemeinsam schreiben. Das ist für die Studierenden sehr gut. Schreiben ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein Lern- und Denkwerkzeug. Es ermöglicht, Lernerfolge zu initiieren und zu analysieren. Ich glaube, dass Schreibkompetenz sehr, sehr wichtig ist, sowohl für alle Studierenden, die Hausarbeiten schreiben müssen oder später auch die Bachelorarbeit, aber auch später für den Beruf, weil man, glaube ich, doch öfter mit Texten in Verbindung kommt, als man das vielleicht denkt.